Die Harlem Globetrotters waren zu Gast in der Schweriner Kongresshalle. Mit dabei auch die Cheerleader der Mecklenburg Bulls, die Cheer Bulls. Trainerin der Gruppe ist Doreen Lindstedt. Wir trainieren zweimal die Woche und haben auch für diesen Tag auch einen extra Tanz neu einstudiert. Also 4 Trainingseinheiten hat das Ganze jetzt auch gedauert, weil mehr Zeit hatten wir leider nicht, obwohl wir gestern noch ein zusätzliches Training mal hier machen mussten. Die Cheer Bulls hatten sich für den Auftritt beworben und wurden ausgewählt. Kurz vor dem Auftritt gehen die Mädels ihre Choreografie nochmals durch. 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Head Cheerleader, also die Kapitänin, ist Selina Peske. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil das eine Riesenchance für uns ist. Ja, ich bin sehr aufgeregt, aber ich freue mich natürlich auch. Dann wird es ernst. Während sich die Harlem Globetrotters und ihre Gegner, die Washington Generals, ein packendes Showmatch liefern, muss sich Selina backstage behandeln lassen. Bei der Pyramide, wo wir den Flyer hochschmeißen, ist er an meiner Hand geratscht und deswegen ist das jetzt aufgeschürft. Zur Halbzeit führen die Harlem Globetrotters und die Cheer Bulls betreten nochmals das Spielfeld. Diesmal in Begleitung einer Abordnung der Mecklenburg Bulls. Nach dem Auftritt sind alle zufrieden und erleichtert, dass alles gut geklappt hat. Es ist schön, also schönes Gefühl, wir haben es geschafft und ja. Es hat alles wunderbar geklappt, so wie wir uns das vorgestellt haben, alles super.